Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück auf der Tamina Karte bei Hyrule Warriors. So, unser neuer ultimativer Masterplan. Version 5. Der trägt ja zumindest auf unserem temporären Ziel hier so ein bisschen Früchte. Ich würde gerne jene Maske dort einsetzen. Und schwimmen. So, Truppenmotivierung. Was auch immer das ist, wir brauchen ein B-Rang, um da weiter vorzukommen. Ansonsten egal. Und wir sind im Wasser und empfohlen ist Wasser und bla. Ruto ist die eine Option. Lana die ganz andere. Moment. Ich wusste es. Jedes Mal, wenn Kenji hier mit diesem verdammten Ding spielt, ist dieses Horror-Kid-Outfit ausgewählt. Ich hasse das Ding. Ja, viel besser. Und woran arbeiten wir momentan? Habe ich so lange nicht mit dem blöden Stab gespielt. Dann ist es mir natürlich ein Vergnügen. Moment, habe ich gar nichts. Ich habe doch definitiv Sachen freigeschalten mit dem ollen Stab. Das kriegen wir hin. Dann können wir nämlich gleich mal ein wenig, so Moment, hier pass mal auf, Fähigkeiten übertragen zu stärkende Waffe. Nein, nicht das volle Flügelbuch. Jener Stab hier, komm, 5 Sterne, 7 Slots. Das heißt, wir können da direkt alles Mögliche reinstampfen. Duell Untoter, finde ich awesome, kommt rein. Sonst noch was Tolles. Mehrere Duellfähigkeiten bin ich jetzt eigentlich erstmal gar nicht so der Fan von. Wir haben aber nur mehrere Duellfähigkeiten. Fuck yeah. Was mit Wasser? Haben wir schon. Dann war's das, denke ich, direkt schon wieder mit unserer wunderbaren Exkursion. Ja, okay, cool. Zumindest haben wir ein bisschen was reduziert und ein bisschen was da reingestoppt und whatever. So, nein, nicht das Portal. Scheiß behinderte Skriptwaffe. So. Die Zielerfassung. Revolutionär, ja. Wusstet ihr, dass Zelda Ocarina of Time das allererste Spiel war, das mit dieser Zielerfassung gearbeitet hat? Also für damals war das schon so... Wow. Und es hat Kämpfen echt komplizierter gemacht als damals. Auch mehr Möglichkeiten, aber komplizierter. Nicht schwieriger, komplizierter. So, okay, was ist jetzt hier los? Lana, Zelda, Impa, Fai, Gira, jemand. Oh, Krabbelminen. Aber wir sollen ja irgendwie Motivation. Egal, lass mal sehen. Los, meine kleinen Kriegsbäumchen. Mäht sie alle nieder. Ich benötige keine Ruhe. Das, ja. That's what she said. Verteidige die Festungen gegen den Feind. Kriegen wir hin. Okay, also. Jene Krabbelminen dort. Na, bleib hier. Die hat schon HP, muss ich sagen. Okay. Girahim, peace. Los bei dir. So, ich würde jetzt gerne noch. Moment. Die Festung hier. Denn Krabbelminen kommt ja sowieso gerade da vorbei. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Zeit schinden.
So, ja, komm schon. Jetzt länger gedauert, als ich dachte. Ich benötige... Ja, gut, aber die steht ja sowieso eine Minute in der blöden Festung rum. Na, komm hier, meins. Die Truppen sind immer schön, laut Karte. Könnt ihr aufhören, in meiner Festung irgendwie so ein bisschen rumzuharzen? Das sucht euch. Habt ihr kein Zuhause oder so? Ja, okay. Gerahim ist mir jetzt erstmal scheißegal. Ich muss ja diese, ich muss diese Krabbelminen abwehren. Und solange die da noch nicht runterhüpft und in Richtung... Das Huhn wurde Teil der Truppen von Zelda. Awesome! Wir lieben Hühnchen. Was mir gerade irgendwie Appetit macht. Er doch sollte was essen. So, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe. Aber ich habe kein Hühnchen. Ihr kommt schon, ihr kennt das, wenn ihr einfach so Insta-Heißhunger auf irgendwas habt, oder? Ich habe den Kühlschrank voll, aber genau jetzt will ich einfach, keine Ahnung, wie Hühnchen oder Pute, am besten mit Salat und bam, ja, das wäre richtig geil. Boah, verdammte Axt. Naja. Ich werde definitiv das Haus nicht mehr verlassen, bevor ich heute zur Nachtschicht muss, also habe ich. Muss ich, darf ich, ich, nein. Schön. Krabbelmine zerstört. Hab ich... Der Magiepot irgendwo? Nee. Meine Festungen wurden verteidigt. Besiege den feindlichen Feldmarschall. Das ging schnell. Sind die Jungs jetzt auch... Ich hab gerade in meinem Hauptquartier gesehen, dass die Motivation so ein bisschen kacke war. Exalforce rückt Richtung Hauptquartier vor. Das ist natürlich wieder mal genial. So, Jungs, ihr... Nee. Hallo, Baum. Baumifizierung hatten wir sehr lange nicht mehr. Ja, oh, hallo. Ich sehe sehr viel Spezial. Das heißt, ich kann hier eben noch so ein bisschen was um die Ohren hauen. Auch wenn es nicht viel bringt. Krieg's noch einen. Kirahim, keine Sorge. Du alten Baumknutscher! This, you. Na? Ah. Weirder Charakter. Weirdest Charakter ever. Gott, Kerl. Weiß ich natürlich nicht, ob diese Mission hier darauf ausgelegt sein könnte, dass ich 1200... Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Einfach weil ich gerade mega wenig Truppen auf dem Schlachtfeld sehe von seinesgleichen. Bam! Execution! Schmeißt dir noch einen Baum auf den Kopf. Dann hat sich das. Ich hab. Also von Gerahim selbst kann ich echt keine Materialien mehr sehen. Ah, Magie finde ich immer gut. So, mein Hühnchen. Auf Doom and Panic. Hab ich die Festung da nicht. Die sah nicht so gut aus. So. Exalforce. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den mit dem Special gekillt habe. Der sah so gepumpt aus. So. Hühner, kleine Bäumchen. Bada bing, bada bum. Okay. Ich brauche nur Kills.
möchte jetzt echt sicher gehen und Kills haben. Weil das Mieseste, was uns passieren kann, ist, dass ich jetzt die Mission einfach abschließe. So, ab, alles klar, ist doch cool, ne? Easy. Und so ganz paletzlich erzählt er mir, oh ja, du hast aber nur Kills für Bronze rang gemacht. Tut mir leid, ich kann dich da jetzt nicht durchlassen. Das wäre sehr, sehr unklug. Sehr, sehr doof. Also. Oh, guck mal, wie viele Truppen da noch rumstehen. Ja, ich glaube, da könnte man vielleicht ein paar Kills farmen. Ja? Schön. Noch mehr Hühnchen gesichtet. Und was machen diese ganzen HP-Leisten hier? Ist ja auch unglaublich. Bam! Ab und zu dieses Hühnchen da drin. So, meine kleinen Bäumchen. Und ich muss sagen, ich habe nach locker 400 Parts immer noch nicht raus, wie man den starken Angriff von Lana ordentlich einsetzen soll. Den scheiß Boom da jemandem auf den Kopf zu pflanzen, den wir meinen so. Also nicht den da, ich meine, das ist die Niete, wenn sie, ne, wenn sie nichts trifft, aber ich meine, dann spawne ich halt einen so einen kleinen Dekospross, der dann hier durch die Gegend hüpft, aber das, ich weiß nicht, das kam mir nie großartig effektiv vor. Einfach nein. So. Das Licht hat Hyrule noch nicht völlig verletzt. Ja, Zelda, gib mir die Eier. Und ich könnte meine Festung hier mal verteidigen. Oh ja, damit. Okay, das ist echt klasse. Das, genau das meine ich, habe ich in einem der letzten Parts gemeint mit, die können wir auch ohne das Ausweichen wunderbar durch die Gegend spammen. Haben wir's? Oh scheiße, und jetzt kommen die Hühner dahinter, ja. Das sind motivierte Hühner. Okay. Brace yourself, prepare for all the things of shit and doom. Wir haben motivierte Hühner. So. Das sollte ja wohl für diese Festung reichen. Wenn nicht, ist mir das auch egal. Ich habe fast genug Kills. Und wir brauchen ja so überhaupt nichts hier. Es gibt kein verstecktes Herz und es gibt keine Belohnung für einen Goldrang. Und ich, klar, ich will natürlich trotzdem größtmöglichen Goldrang haben, aber ja, ihr wisst, was ich ja meine. Da guckt, die waren sogar so geil in einem. Oh shit, Alter, das sind schon die nächsten. Ich sag ja, motivierte Hühner. Das. Verschließt Haustür und Hoftür und wappnet euch im Angesicht dieser brutalen Hühnchenarmee. Ich kann das auch nochmal. Der Partytrick ist richtig beliebt, richtig? Ja, bei euch ist er voll beliebt. Ich kann dir noch einen Baum auf den Kopf zaubern, wenn du willst. Das nenn es Magie. Hi. Fick dich frei. Yeah. Das ist geil. Schön an die Wand genagelt. So, bam. Und die erobern eins nach dem anderen. Das ist nice. Das ist awesome. Wir machen hier in Richtung Fei mal ein bisschen weiter, denn die steht auf meine Party-Tricks, habt ihr gehört. Da kann die gar nicht genug von bekommen. Ihre HP-Leiste nämlich auch nicht. Die verträgt den ganzen Scheiß auch noch. Geh mir doch nicht auf die Eier, Frau. Jetzt blockt die auch noch. Das macht keinen Mist, verdammt. So. Baum plus Kombo-Leiste. In your face gezaubert. Oh, der war gut. Da hat sie nicht geblockt.
das war auch Premiere. So, jetzt aber finish her. Ich habe nämlich keine... Ja, ihr wisst, wie sehr ich ewig lange Bossfights mag. Ja, gut. Schön. Ihr habt gut gekämpft. Das Schicksal war uns heute wohlgesonnen. Das war meine Gothic-Tracht, die ich hier anhabe. Scheiß auf Horror, Kid. Da hast du's, Kenji. Hm. Okay, das, ja, das ist Gold, aber wir kriegen leider nichts dafür und das ist enttäuschend. Wir kriegen nicht mal viele Trash-Waffen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Meine Güte. Okay. Eulenstatue auf diesem Kartenabschnitt wurde aktiviert. Hell yeah. So, hier immer noch keine Zora-Maske aufgetaucht. Das finde ich beunruhigend. Besiege das Riesenmonster am Meer. Das ist wichtig. Da, hier, Maske, da drauf. Piu! Mit Impa. Aber nichts empfohlen. Und dieser Mond, der grinst so wunderschön in unsere Richtung. Okay, also. Das, funktioniert auch irgendwie mit dieser Scheißmaske alles nicht so, wie ich das haben will. Aber zur Not krallen wir uns halt die Maske da, schwimmen damit dorthin und holen uns noch die Ballade des Kronos. Und dann harren wir der Dinge, die dort kommen. Ich meine, ich könnte ja theoretisch auch auf anderen Abenteuerkarten noch ein bisschen spielen und grinden, bei zum Beispiel meiner Lieblingsgrinding-Mission. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dann auch wieder auf der Karte hier Itemkarten auftauchen, weil ich ja woanders weitergespielt habe und Zeit im Spiel verbracht habe. Es ist ja nicht so schwierig. Nun gut, Leute, Freunde der Nacht, dann machen wir jetzt hier Ende. Ihr könnt natürlich wie immer gerne liken, abonnieren, kommentieren, teilen, das ist ganz, ganz wichtig. Und Facebook und Twitter, okay, ja. Ich habe es erwähnt, glaube ich, letztes Mal, dass das funktioniert richtig toll, da eine Fanbase zu entwickeln. Besser als auf YouTube, weil eben nicht jeder einen YouTube-Kanal hat. Ich kann es euch ja auch nicht verdenken. Aber bleibt auf dem Laufenden, okay? Guckt euch noch die anderen Projekte von Korinator und Malek an. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß. Also, Link out. Ich bin raus für heute.